Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Genau, ich bin wieder offscreen hier wieder in der Mine gewandert, also per Schnellreise. Und ich habe versucht, wie ein Bekloppter hier das Dokument hier zu sammeln, aber ich weiß nicht, wie man das holt. Also, hier gibt es zwei Höhleneingänge, einmal hier in dem Bereich und einmal in dem Bereich. So. Ich war ja zuerst hier im Lager, habe gedacht, das wäre irgendwie im oberen Teil, also oberhalb, und da habe ich irgendwie falsch gedacht. Und da habe ich gedacht, ja okay, wenn das jetzt hier so im dunklen Bereich ist, dann kann es ja nur unterirdisch sein oder halt in der Höhle. Es gibt ja nur noch die zwei Optionen. Und die erste Option war irgendwie nicht richtig, dass das irgendwie in der Höhle ist. Oder es gibt hier vielleicht noch irgendwo eine Höhle, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ich weiß es leider nicht. Und ja, ich weiß echt nicht, wie ich dieses Dokument hier holen soll. Keine Ahnung. Und ja, jetzt bin ich ja erstmal hier in der Mine und versuche das jetzt erstmal alles zu holen. Genau. So. Ja, ich glaube, da muss ich wieder mit dem Seil arbeiten. Ach nee, mit dem Brand. Ja, und da habe ich mich ja auch letztens doof angestellt in der letzten Aufnahme. Jetzt weiß ich ja aber, wie man das macht. Und zwar kann man ja mit den Cocktailflaschen ja das irgendwie zusammenpassen, dass da Brennstoff entsteht und ja, das habe ich irgendwie in der letzten Aufnahme auch nicht so richtig verstanden und naja. Nee. Und naja, jetzt habe ich es einfach begriffen und ja, sonst ist halt in der letzten Aufnahme auch nicht so sonderlich viel passiert, außer nur, dass ich da wieder ein paar Nebenaufgaben gemacht habe. Soll ich da jetzt mit Anlauf springen oder was? Und ja, ansonsten, ich versuche einfach mal. Jo. Ja, und ansonsten ging's eigentlich. Das Wasser muss ich irgendwie stoppen lassen. Ja, irgendwie ist gut. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mit Anlauf! Jawohl! Ja, ich muss mir das Ganze erstmal hier in Ruhe anschauen. Ich vermute mal, dass da die Loren hin müssen. Aber wie ich die jetzt dahin beordern soll, fragt mich nicht. Keine Ahnung. Achso, nee. Oder ich nehme mal eine Flasche mit. Erz? Komisch. Mein... Oh. Ja. Das war meine Lore. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Ja, sieht aber ziemlich defekt aus. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Und eine Karte. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zu mehr führen.
Entdeckung, die rote Mine. Der Bericht eines sowjetischen Minenvorarbeiters. Sie haben hier unten etwas entdeckt. Da habe ich mich ein bisschen verguckt. Das war keine Karte, sondern ein Dokument. Jo, und Griechisch ist jetzt auf Stufe 4. Geil. Läuft, würde ich sagen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie löse ich dieses Rätsel? Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja. Das war auch schon mein erster Gedanke, Lara. Moment. Jawohl. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Wie weit nach oben geht's hier? Boah, ist das hier dunkel, ey. Gibt's hier irgendwo ein Gegenstück? Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Also ich sehe da momentan keins. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Also bräuchte doch meinen Pfeil. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, Lara. Ja, aber hier muss doch irgendwo ein Gegenstück sein. Okay. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ich sehe hier aber auch nirgendwo einen Punkt, wo ich mit meinem Seilpfeil irgendwie was heranziehen kann. Das ist doch blöd. Soll ich jetzt ernsthaft da jetzt rüber? Ja, geschafft. Das Wasser ist blockiert. Verdammt, ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Dauerhaft? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, toll. Wie? Tja. Das ist hier die Frage der Fragen. Muss ich hier oben nochmal irgendwie was machen? Da komme ich ja ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ah, okay. Wie soll denn das denn jetzt gehen? Da ist doch die Schiene jetzt komplett kaputt und zerstört worden. Oh Gott, weil wenn ich jetzt da wieder... Ja, dann geht das noch auf die Lore.
Ja. Ein interessantes Rätsel, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wie soll das gehen? Tja, das ist jetzt echt ein bisschen schwierig. Aufmachen oder so, also hier kann ich nichts machen. Sonst ist doch hier nichts. Das Wasser muss sich irgendwie stoppen lassen. Da oben ist eine Seilverbindung. Schön und gut. Aber was bringt mir das? Wow, das war knapp. Oder kann ich hier? Ja, ich kann hier. Okay. Die Frage ist nur, bringt mir das was? Na, hier kann ich... Ah, ja, toll. Ja. Nur auf was Blut. Tja. Gar nicht so einfach, das Rätsel. Ah. Wie kann ich das machen? Also da ist nichts Berauschendes. Unter denen ist auch nichts. Ist wirklich ein bisschen knifflig. Momentchen mal. Nee, Quatsch, 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 was mache ich da? So. Geh hier oben nochmal. Vielleicht gibt's ja... Kann ich hier auf dem Dach? Ja, kann ich. Da kann ich nicht rauf, okay. Aber hier gibt's auch nichts Berauschendes. Die Frage ist nur, es hat ja einen Sinn, warum es hier so einen Seilknotenpunkt gibt. Aber ich kann nirgendwo irgendwie was machen. Also ich sehe hier zumindest nichts. Da läuft das Wasser ununterbrochen. Tja, und mehr weiß ich auch leider nicht. Und wenn
Moment mal, wenn ich versuche, obwohl, komme ich da überhaupt ran? Bei dem Gegengewicht, also jetzt, also von hier aus betrachtet das Rechte, was jetzt höher steht, komme ich da überhaupt ran, ist die Frage. Nee, das, der hat schon zu weit. Scheiße. Ah, unter der Lore ist da. Ja, das muss man aber auch erstmal wissen. Ah, ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Da die Lore jetzt mit dem Seil gebunden ist, bleibt die Lore, glaube ich, auch bestehen. Und wenn ich jetzt das Gegengewicht vor der Lore jetzt wegmache, dann knallt die Lore bestimmt hier vor dem Wasserfall. Und dann bleibt die Lore auch so. Also so kann ich es mir gut vorstellen. Ich glaube, dann habe ich das Rätsel jetzt gelöst. Hoffe ich zumindest. Aber ich werde es ja jetzt sehen. Nein, 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 nein. Lara, du sollst springen, wenn ich es dir sage. So, wie sieht's aus? Geschafft. Und jetzt ein Feuerchen. Okay. Jetzt ein Feuerchen. Bist du dir... Ah ja, ja, doch, doch, doch. Du bist dir sicher. Ah, Mann, du sollst... Ich drücke die Sprungtaste, aber irgendwie... will Lara das nicht so richtig machen. So, jetzt weiß ich ja, wie man das macht. Komme ich denn auch so rüber, ist die Frage mit an auf. Moment, so. Geronimo! Jawohl, okay. So, da gab's was. Aber ist schon voll, okay. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Ja, hier. Offenbar haben sie das Ding herausgezerrt. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Neue Fähigkeit gemeistert. Wache Augen. Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Geil. Und 10.000 Credits bekommen. Geil. Grab abgeschlossen. Dann war das nur ein Grab jetzt, was ich jetzt hier gemacht habe. Okay, gut zu wissen. Ja, sehr schön. Das heißt, ich werde jetzt, ja, offscreen jetzt hier schnell die Überlebensverstecke jetzt holen, sonst ziehe ich das unnötig in die Länge. Und melde mich dann wieder zurück, wenn ich hier bei dem Lager dann bin. Also, ich bin dann erstmal kurz die zwei Sachen hier noch einsammeln. Bis gleich, meine Lieben.